Hey ihr Phantomklatscher, willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Wir haben letztes Mal das Phantom besiegt und nun geht's weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt erstmal. Und natürlich auch danke an die coolen Leute, die immer Feedback da lassen. Ihr seid super. Kühlmittel ist eigentlich für alte Motoren gedacht, aber von denen läuft keiner mehr. Funktioniert ebenso in kleinen Mengen bei Leuten. Aha. Kühlmittel saufen oder was? Die blauen Akkupads, die so lecker aussehen. Die Kühlflüssigkeit trinken, den würde ich jetzt nicht machen. Mach das nicht, das ist dumm. Ich weiß es, es stand da im Text. Weil in Spielen soll man nicht glauben, was da steht. Ja, sei nicht immer so pissig, lass uns tauschen. In Ordnung. Oh, eine Schüttelpflanze. Feuert ein Projektil ab, das beim Aufprall eine Schüttelpflanze mit 235 Gesundheit beschwört. Sie zieht die Aufmerksamkeit aller Gegner innerhalb von 10 Metern auf sich und besteht 10 Sekunden lang. Och ja. Ja. Aura des Heilers, Mal des Jägers. Markiert alle Gegner innerhalb von 40 Metern um den Zaubern wirkenden und dessen Verbündete. Die kritische Trefferchance gegen markierte Gegner ist um 15% erhöht. Ja, das hatten wir ja schon. Oh, ich habe 1200 Schrott. Geil. Geil. Ja, gut. Nun geh. Ja. Ich habe keine Lust zu reden. Och ja, Mann, ey. Schön, dich wiederzusehen. Hi Alex, du bist wenigstens nett zu mir. Was brauchst du? Alles brauche ich, alles. So. Ich würde sagen, das Jagdgewehr bessern wir mal auf. Das kostet halt auch ein bisschen Schrott. Ja. Das finde ich schon ziemlich geil, das Jagdgewehr. 10 Eisen kostet es jetzt schon. Ich meine, wir haben jetzt zwar viel rausgehauen für das Jagdgewehr. Unser ganzes Eisen, um genau zu sein, aber ich finde, das ist halt echt die beste Waffe. Mit Abstand. Und die Pistole nutzen wir ja eh. Ja, nee, ist ein doppelläufiger. Gut. Das Gewehr. Da bin ich halt jetzt so eine Glascannon. Ich habe die Ausrüstung noch nicht verbessert, aber dafür das Gewehr. Und das reicht mir ja auch erstmal. Hallo nochmal. Hallöchen. Mal sehen, was wir hier haben. Ja. Kann ich was? 250 gibt das Schattenholz. So wenig? Ja, ich finde es halt wenig, ne? Wie viel habe ich denn davon ausgerüstet? Das steht nirgendwo. Das finde ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall für Bände brauchen wir ziemlich viele. Ich nehme nochmal hier sowas von dem Blutelixier mit. Die Blutwürze. 4 habe ich schon, ja? Okay. Da sieht man es im Kaufmenü. Alle? Ja, ist egal. Kaufen wir uns das. Schon wieder kein Geld mehr. Also kein Schrott. Ja, aber so muss das laufen. Den Eingang zur U-Bahn finden. Dass ich nicht mehr irgendwie so ein Status-Update bekomme, während ich jetzt hier zurückkehre, dass die mal sagen, hey, cool gemacht, hier, nimm unseren Schrott. Das wäre super. Leider ist es aber nicht so. So. Also war das jetzt halt nur so das Tutorial, mehr oder weniger. Wir können jetzt zum Hub zurück, um Sachen zu kaufen. Aber, naja, gibt's so eine Weiterentwicklung? Ich weiß ja nicht. Ach, warte mal, wenn wir jetzt zur Erde können, dann muss es ja vielleicht auch noch... Oh, gibt's vielleicht noch eine Unterwelt? Verzinktes Eisen, überragendes, verstärktes Eisen. Gut für Rüstung oder alles, was eine Kugel fangen soll. Okay. So, das Gewehr hat jetzt richtig Wumms, Freunde. Bam. Bam. Na gut, alles... Oh, ich kann doch Sachen... Ich kann dir doch alles kaputt hauen, so ziemlich, ja? Achtung. Nee. Ja, deswegen auch Plündererhammer, nicht wahr? Hey. Ui. Jetzt habe ich Fallschaden. Von Fall zu Fall unterschiedlich, denke ich mal. Oh ja. Sehr verführerisch, aber ich glaube, hier hinlegen wäre ein bisschen tödlich. Guck mal, ich kann sogar Tische zerhauen. Ich kann alles zerhauen. Kennt ihr noch Red Faction? Ja. 109 Damage. Geil. Okay. Voll gut. Roar. 165. So ein Zoom wäre vielleicht mal ganz gut, oder? Für die Knarre irgendwann. Habe ich ja schon mal gesagt, so fürs Gewehr. Zum Snipern so ein bisschen zoomen.
Na? Blöd, Mann, kommst nicht mal an mich ran. Oh oh. Da geht er down. Erstmal von hinten schön in den Kopf geschossen. Hören sich halt echt wie Zombies an, die Typen, oder? Ich war gespannt, was es noch für andere Knarren gibt. So ein paar Maschinengewehre wären vielleicht nicht schlecht. Auf die kurze Entfernung. Oder vollautomatische Pistolen. Vielleicht mit so... Also vollautomatischen... Ja, wie heißen die Dinger da? Diese Magazine halt, die dann einfach so einen schnelleren Auslöser haben. Prrrt. So eine kleine, superschnell feuernde Pistole. Und ich hätte auch nichts gegen eine Magnum oder so einen fetten Colt. Das wäre auch total gut. Kann ich da eigentlich raufspringen? Nee. Aber ich muss doch hier hoch. Ich meine, ich habe doch gesehen, dass hier was lag. Irgendwie muss ich doch da ran. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz schauen. Ah, hier kann ich drüber. Das ist so theoretisch. Ich soll erstmal wissen, wie ich da hinkomme, weil hier sieht man ja, da liegt was. Aber hier ist auch durch den Container alles versperrt. Es ist wohl mehr ein Auto. Nee, da komme ich nicht rauf. Schade. Ich will da rüber. Ja, also dass die so Endzeit können, das sieht man ja schon an Darksiders. Das gefällt mir auch hier wirklich sehr gut wieder. So, die ganze Umgebung ist halt ziemlich fantasievoll und doch sehr urban gemacht. Also, als wäre die Menschheit schon ein paar Jährchen nicht mehr da. Aber leider gab es nicht sehr viel zur Vorgeschichte, finde ich. Das war so ein bisschen kurz abgehandelt. Es hat auch nicht so die epische Trilogie bisher wie Darksiders eben, ne? Nein, da komme ich nicht hin. Schade, schade, schade. Ich hätte schon mal sowas, wo ich nicht richtig gesehen habe, wie man hinkommt. Ja, sehr schön. Einfach mal den Kopf weggeschossen. Die Frage, wo muss ich hier hin? Na gut, da stellt sich jetzt hier wieder raus, es ist so ein bisschen nachteilig, wenn man so eine große Welt macht und hat einen Charakter, der mit Ausdauer... Ach nee, warte mal, da ist doch der... Ah! Da war ich doch, da geht's doch zum Abwasserkanal. Eingang zur U-Bahn. Also das ist jetzt das ganze Areal, das habe ich ja schon mal erkundet. Fällt mir gerade so auf. Irgendwie ist es halt... Ja, man, ich habe ja so wenig Punkte, wo ich mich wiedererkennen kann oder wo ich die Welt wiedererkennen kann. Normalerweise habe ich einen ziemlich guten Orientierungssinn, aber hier... Boah. Oder war das jetzt vielleicht doch eine andere Karte und die ähneln sich nur so? Also irgendwie sah es jetzt so aus, als wäre ich da schon mal gewesen eben an der Stelle. Oder nicht? Was findet ihr? Ja. Munitionskiste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warte mal. Ich mal vielleicht das hier raus. Genau. Geil.
Ah, gut zu wissen. Also alles, was so ein bisschen hölzern ist, kann man kaputt kloppen. Noch nichts mehr. Hallo? Da ist die U-Bahn. Aber ich werde mal vielleicht... Oh, ich habe wieder 2 Punkte. Warum habe ich denn nur Nahkampfschaden? Das ist ja blöd. Hätte ich denn mit einer anderen Klasse mehr Fernkampfschaden gehabt? Schade eigentlich, ne? Jetzt habe ich mich ja schon auf die Nahkampfklasse festgelegt. Bam. Ja, hier geht's wirklich in die U-Bahn. Aber was wäre da vorne? Wäre ich da genauso wieder hingekommen in die Kanalisation, wo ich das Phantom besiegt habe? Ich weiß es nicht. Was? Strahlung verringert deine Ausdauer um 50%. Ach, wenn es sonst nichts ist. Kann ich irgendwo vielleicht auch noch das Munitions-Upgrade erhöhen? Also so das Maximum? Das wäre auch noch ziemlich praktisch. Dass ich insgesamt mehr Munition... Na gut, das macht es wahrscheinlich dann ein bisschen obsolet, wenn ich die Munitionskiste dabei hätte. Bang. Bam. Oha. Die Kapellenstation. Oh oh. Die Pilze gefallen mir nicht. Bam, 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 bam. Aha. Wow. Oh oh, das macht sie wohl ein bisschen böse. Wow. Feuer nichts gut, das macht sie wütend. Ja. Oh Mann, ich treffe nichts. Ja. Oh nein. Wie schmeckt dir das? Warum explodieren die eigentlich manchmal? Wie schmeckt dir das, Bastard? Oh, Kacke. Berserker. Seltsame Münze. Oh, endlich vorbei. Och, och. Seltsame Münze. Was macht sie denn? Ist das was? Nein, ist kein Ring. Hier. Eine Münze, die auf beiden Seiten des Gesichts eine Frau... das Gesicht einer Frau abbildet, so. Manchmal halten diese Münzen für einen... Manche halten diese Münzen für einen Fehldruck, andere... Anderen gefällt sie genau aus diesem Grund. Vielleicht bringt sie ja Glück. Ja. Warum nicht? Das ist ja so ein bisschen wie die Münze von Two-Face. Aus Batman. Nur die eine Seite wurde ja beschädigt. Der Silver Dollar. Alles klar. Man sieht leider nicht immer ganz so eindeutig, was man jetzt zerhauen kann. Auch wenn es halt aus Holz ist, aber...
brenne! Alter Schwede! Oh Gott. Oh mein Gott, warum brenne ich denn so krass? Uiuiuiuiuiui. Das war das Vieh, was schon mal so... Das war übel. Ja, das war wirklich übel. Das hat schon mal irgendwas beschworen die ganze Zeit. Der Schreihals. Das war ganz am Anfang, glaube ich, des Spiels sogar schon. Oh. Aber es gibt wieder ganz schön viel Zeug zurück. Das ist gut. Ich war fast kurz davor, auf die Schrot zu wechseln, aber es ging ja noch. Das hört sich wieder wie ein Dicker an. Dieses Schwein. Ach du Scheiße. Bobbelobbobob. Witzig. Oh Gott, was ist mit dir los? Oh! Was zum Geier? Was soll das denn? Heil dich, heil dich, heil dich. Oh Gott, was? Was ist das für ein Vieh? Du bist tot! Und dann noch ein Spruch von Edgar Allan Poe. Ja, dankeschön. Coole Sache. Da hat mich das Vieh einfach weggehauen. Aber wie? Aber wie? Sie kommen! Krasse Sau. Na warte. Mich hat leider alles nochmal hier abschießen, aber... Wer will als nächstes? Ich weiß nicht, wo euer hässlicher Kopf ist übrigens. Das ist jedes Mal ein bisschen Rätselraten bei euch. Halt doch mal still, bitte. Noch jemand da oben. Eieieiei. Jetzt auch noch Brennen-Status. Oh oh. Kleine Drecksäcke überall. Ah! Aber hey, es kommen immer weniger Gegner dann wieder zurück, oder? Habe ich den Eindruck. Diese super starke Arschnase mit seinen Schwertern, der ist halt schon... Ja, und dann noch so ein Status-Debuff verpasst er mir. Das war schon ganz schön gemein. Oh nein. Da kommen sie wieder alle. Oh oh, der brennt wieder. Ja, er kommt wieder, ich habe ihn gehört. Wie kann ich dich denn treffen?
muss ich nicht im Nahkampf, man kann ihn nach dem Fernkampf. Staub! Oh, endlich vorbei. Ihr blöden Penner. Ihr macht mich fertig. Die super starken Typen da immer. Der taucht halt einfach mal so zufällig auf, oder? Also ohne Grund ist er auf einmal da. Wenn dieses komische Frühling kommt und dann haut er mir erstmal eins vor die Hucke. Oh. Oh mein Gott. Habt ihr noch mehr? Wollte ich schon sagen, das sieht aus wie eine Mine. Aber keine gute Mine. Die gute Mine. Was denn hier noch? Hier überhaupt irgendwas? Na? Oh nein. Nicht schon wieder. Oh, scheiße. Ist das immer, wenn ich zu lange brauche, oder was? Das halt einer von diesen fiesen Schreiern oder von diesen fiesen Schwerttypen kommt. Ich meine, schlimm ist es ja nicht, da bekomme ich gute Erfahrungspunkte, aber ich könnte auch verzichten. Ist jedes Mal so ein bisschen stressig. Na komm, was soll der Geiz? Blutwurzel. Okay, hier muss ich wieder vorsichtig sein. Das wird auf jeden Fall rasant schwerer, das Spiel, habe ich gemerkt. Gerade alleine ist es doch echt so, dass man ein bisschen aufpassen muss, was man hier macht und wo man hingeht und wie viel auf einmal man an Gegnern anpult. Oh. Ah, ist nur Eisen. Aber Eisen ist auch okay. Ich brauche mittlerweile sehr viel zum Upgraden. Eisen ist sogar sehr gut. Hallo. Na Freunde, wie sieht's aus? Keiner? Keiner will spielen? Das ist aber schade. Hau ich mal eure Paletten und Kisten kaputt. Wie sieht's aus damit? Cool. Gar nichts. Ist hier gar nichts. Da? Ah, da ist ein Checkpoint. Sehr gut. Da brauche ich vielleicht doch mal so ein bisschen Löschmittel, wenn ich dort brenne oder sonst irgendwas los ist. Nur noch hier reinschauen. Oh Gott. Also nochmal, die Level sehen super gut aus. Das gefällt mir außerordentlich. So. Ach nee, komm, ich habe hier Checkpoint. Brauche ich nicht. Muss ich nicht extra nochmal... Muss ich nicht nochmal zurück in den Hub, ne? Nee, müssen wir nicht. Vielleicht mal die Rüstung irgendwann ein bisschen upgraden, dass ich nicht so viel Schaden bekomme. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Oh, eine Fackel. Das könnte auf menschliche Zivilisation hindeuten. Oder auch nicht.
Weil Fackeln brennen in solchen Spielen Jahrhunderte. Wie wir alle wissen. Das war's schon. Kommt jetzt bald schon wieder ein Boss? Aber wir haben noch nicht irgendwie so einen Vorgeschmack auf den Boss gekriegt mittlerweile. Ja, noch kein Vorgeschmack. Vanille. Hier ist so leer. Warum ist hier so leer auf einmal? Von Astora sogar. Steht das? So leer von... Ja, egal. Oh. Okay. Wir sehen uns. Au! Sachen ins Kreuz schmeißen ist uncool, ja? Die sind fies, dass sie erstmal explodieren müssen. Und Feuer. Oh nein. Ja. Au, und trotzdem erwischt er mich, du Penner. Heil dich. Ja, ja. Oh nein. Das war übel. Also es kommen immer mehrere, ja. Es kommt einfach so einer, dann kommt der Schreier, dann kommt der Schwertmann. Sind die immer zufällig da? Also kommen die zu bestimmten Zeiten oder immer wenn ich hier so eine Schwelle übertrete, kommt einer von den dreien? Ich weiß es noch nicht so ganz. Aber die sind alle ziemlich garstig. Schon wieder, Schätzchen. Ach Mann. Das ist mit Abstand aber die beste Waffe hierfür. Alle Taschen voll. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Das nochmal. Und voll. Oh oh. Ich geh erst mal gucken, was hier neben noch drin ist. Gefällt mir so gut hier. Da will ich mich auch ein bisschen umsehen. Oh oh. Oh nein. Ich hab's gewusst, das Geräusch kenne ich doch. Bist du doch nicht, ha? Muss nur ein paar mehr Mal treffen auf dich. In dein hässliches Gesicht. Boah.
Okay, hier ist gar nichts. Doch, in den Spinden ist was. Hey. Habe ich dir erlaubt, hier rumzugrowlen? Glaube nicht. Ich wäre der perfekte Zombie für Tona, Kinder. Ich habe schon in meinem Leben so viele Zombies erledigt, ihr glaubt es nicht. War das eben gerade super Crit ins Gesicht? Da hat auf einmal viel mehr Schaden im Gesicht gehabt, oder? Das war eine große, fette, rote Zahl. Vorbei. Oh. Oh, das ist vorbei. So, sind wir bald mal hier raus? Hoffentlich verirre ich mich hier nicht. Nein, warum? Wir sind doch schon draußen. Bam! Altmetall und Eisen. Na gut, dann hat man keinen Boss, aber das war jetzt eine sehr lange Traverse. Also es ging jetzt sehr lange unterirdisch zu einem anderen Ort. Hallo, ich bin immer noch nicht draußen. Hello, it's me again. Oh, da ist die Kapelle. Und da ist wieder eine Wand. Krasse Sache. Aber liebe Leute, ich würde sagen, das reicht für den Part. Nächstes Mal sehen wir vielleicht schon wieder einen Boss. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen erstmal, fürs Liken natürlich. Und wenn ihr noch gerne ein paar nette Kommentare da lassen wollt, schreibt mir diese. Wir sehen uns wieder zu Remnant. Macht es gut. Und weint keine schwarzen Tränen, denn bald schon geht's weiter. Tschüss.